Ja, jetzt bin ich schon sehr gut, ne? Markise ist fertig, habe ich Stühle geholt, und einen Tisch geholt zum Zusammenbauen. Tisch, Stühle, Sitzkissen zusammen bei Jysk, ehemals dänisches Beckenhaus. 188 Euro, so ist alles fertig. Und jetzt mache ich mir hier Suppen holen. Vielleicht erstmal das Gemüse putzen. Und das kann ich jetzt auf dem Balkon machen, nicht in der Küche. Schön an der Sonne, in der frischen Luft, auf dem Balkon. Herrlich. Das macht doch Spaß. Und Bodo gefällt das auch. Er kommt auch. Er saß schon hier oben auf dem Stuhl, auf dem Kissen. Aber das war ihm noch nicht ganz geheuer. Ich hatte ihn raufgesetzt. Ne, mein Kleiner? Ach, das ist sowas von schön, wenn man draußen auf dem Balkon sitzt und dann hier die Sonne lacht. Wenn man rüber guckt auf den Himmel, ein paar Wolken, aber sonst ein herrlicher Sonnenschein. Putze mein Gemüse für die Suppe, ich mache hier Suppenhuhn und herrlich, einfach herrlich. Und mir geht's gut. Heute Morgen, 29. April, hier 109,6. Ich habe mein Ziel, Etappenziel, was ich mir gesetzt hatte, April, erreicht. Ja Leute, mein Etappenziel habe ich erreicht. Hatte ich mir vorgenommen, hier unter 110 Kilo, heute Morgen 109,6. Wow. Muss ich ehrlich so sagen, wie es ist, bin ich ein bisschen stolz auf mich selber. Denn das war ein Kampf gegen mich selber und ich habe mich überwunden und habe einen Sieg gegen mich selber eingefahren. Und das ist super. Das ist ganz toll, das empfinde ich auch so. Und ich muss sagen, alle, die vorhaben abzunehmen und das aus irgendwelchen Gründen nicht schaffen, ihr glaubt gar nicht, wenn man jetzt ihr so der Bauch abgenommen hat, man leichter ist, ne? Wie sich das in der Bewegungsfreiheit des Körpers bemerkbar macht. Ich merke es ja hier, wenn ich jetzt hier werkel und so, ne? Das geht einem viel flotter von der Hand und man ist geistig auch viel besser bei der Sache und einfach tüffig, einfach gut. So, das soll es heute nur gewesen sein. Ein ganz klein, ne, hier. Falls es euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo da lassen und einen auf die Glocke hauen. Dann bis zum nächsten Mal. Und für die, die es vorhaben abzunehmen, am Ball bleiben. Einfach am Ball bleiben. Das ist das Wichtigste. Wenn es mal wieder ein bisschen hoch geht, scheiß drauf. Am Ball bleiben, weitermachen. Tja, so, Putzen ist fertig mit dem Gemüse. Da ist alles drin, ne? Bisschen Petersilienwurzel, bisschen Sellerie, Porree, Möhren und du kannst kochen gehen. Jetzt noch ordentlich Gewürze reingemacht, hier, ne? Hier Kurkuma, schwarzen Pfeffer, hier grob gemahlen, Schuss Olivenöl, hier dann hier Rosenpaprika, ich mag es ein bisschen schärfer, Knoblauch, ne? Und wird mit Reis machen, wird extra gekocht und dann mit rein. Und Fleisch ist auch drin jetzt. Und dann aufgedreht habe ich auch schon. Und dann kann es vor sich hin kochen. Und mein Tee habe ich mir auch gemacht. Einmal am Tag eine Tasse. Fenchel, Kümmel, Anis. Ne? Hilft unwahrscheinlich, wenn man abnehmen will. Jeden Tag eine Tasse. Ne? Und das merkt man. Gerade in der ersten Zeit hier sollte man nicht glauben, wie stark man es merkt. Ne?